Ja, hallo Leute. Ich begrüße euch wieder hier am Alzer Strand zu einem kleinen Bellyboot-Film. Ja, ich bin heute mal ein bisschen gelb angezogen, seht ihr? Weil das Wetter ist heute nicht so ganz berauschend. Wir haben da hinten, da zieht so ein Regengebiet auf. Aber dafür ist die Ostsee heute eine Badewanne. Ich werde ein bisschen schleppen auf Butt, vielleicht auch ein bisschen auf Dorsch. Schauen wir mal. Ich wünsche erstmal viel Vergnügen mit dem Film. Ja, dann geht's mal los. Steht schon im Bellyboot. Selber filmen geht nicht. Ich werde gleich meine Angel zusammenbauen. So, für das Schleppen habe ich hier eine ziemlich einfache Montage. Also oben ein Wirbel, dann kommt ein sogenannter Buttlöffel. Unten wieder ein Wirbel und daran dann das selbstgebundene Vorfach mit einem sogenannten Butthaken. Das sind lange, schlanke Haken. So, dann mache ich noch eine Besonderheit. Man kann die auch schon so fertig kaufen, aber ich verschränke die immer mit einer Zange. Sieht man das? Sehr gut. Das heißt also, wenn der Fisch beißt, hakt er sich quasi von selber und kann nicht aus dem Maul rausgleiten. Es ist immer sicher gehakt. Ja, geangelt wird dann so, man schmeißt die Angel einfach aus, hier über der Sandbank, und schleppt den einfach hinter sich her. Ja, also ganz einfach Angelei, gemütlich. Ja, da hängt schon der erste am Haken. Ein Dorsch! Ja, jetzt hat leichter Regen eingesetzt. Aber ein Angler ist ja schließlich nicht aus Zucker. Und Wasser ist ein Element. Ja, mir ist gerade wieder gelungen, einen Dorsch zu fangen. Da ist er. Und von da hinten werde ich mit Maschinengewehren beschossen. Da ist nämlich der Schießbutt los. So, der scheiß Regen hat endlich nachgelassen. Wir haben es jetzt trocken. Schade, dass ich keine Drills zeigen konnte, aber meine Kamera ist mir dazu schade für, den Regen zu versauen. Aber ein schöner Erfolg. Die Klischen habe ich alle im Eimer. Die Jüngung hat auch ein bisschen zugenommen, aber nicht der Rede wert. Ja Leute, jetzt wo ich Feierabend machen muss, reißt der Himmel auf und ich kann filmen. Leider konnte ich nur einen Drill filmen, aber vielleicht beißt ja noch einer. Das hat sich wirklich gelohnt und ich habe auch noch hinten eine Tüte. Ich denke, dass ich so 15, 16 Fische habe. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich noch einen Drill zeigen. Naja, wenn man vom Teufel spricht, hier ist noch ein Dorsch. Mal gucken. Ja Leute, jetzt geht es wieder Richtung Heimathafen. Es hat sich richtig gelohnt heute, hätte ich nicht gedacht. Oh, ah, so, habe nämlich noch einen Jig draußen. Ja, es hat sich wirklich gelohnt. Wir legen gleich mal Strecke, gucken wir mal, wie viel es geworden sind. Ich denke, so 15, 16 Fische habe ich. Na, hier unter Land, da kommt die Schleppnetzfischerei nicht hin. Da ist der Untergrund noch in Ordnung, nicht kaputt geschleppt. Da fehlen auch noch Fische. Da ist ein Stöder vom Wimperfischer, auch ein Nebenerwerbsfischer. Die machen nichts kaputt, die Stellnetze, die machen nichts kaputt. Das Schlimme sind die Schleppnetze. Ja, heute bläst ein ganz harter, anlandiger Wind. Da kommt das Ufer immer näher, da hinten ist mein Heimathafen. Ja, dann hat diese Aktion heute 14 Dorsche und 2 Klischen erbracht. Gut, dann geht's jetzt ans Fische versorgen. Bleibt mir nur zu wünschen, viel Spaß mit diesem Film. Ja gut, ich konnte nicht viele Drills zeigen, weil mir das Wetter da einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es war nur so am Plästern, aber meine Kamera ist mir lieb und teuer und wenn die nass wird, nee, wir wollen ja noch weiter filmen.
bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Charlie.